Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Minecraft Beyond. So, im Hintergrund seht ihr schon ein paar Fässer. Tja, da rennt irgendwie noch so ein doofes Zombie rum. Ihr seht schon ein paar Fässer und zwar sind die relativ gut gefüllt mit allem Möglichen. Der nervt mich. Das ist dieses... Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ich werde es jetzt töten. Der hier. Verdammte Axt. Der nervt mich nämlich. Schon die ganze Zeit. So. Ich habe hier außerdem Obsidian Pressure Blades rangemacht. Zack, zack. Da haben wir sogar noch ein paar. Nein, was ist jetzt los? Ah, oh, okay. Weil der... Nein. Egal, wir machen es einfach so, weil ich könnte für die Eingangstüre auch noch welche gebrauchen. Wobei es hier jetzt nicht so schön aussehen wird. Ach, der kommt da nicht durch. Oh, die gehen gar nicht. Das ist schade. Gut, müssen wir kurz... Ja, nein. Ach, egal. Wir lassen das jetzt. Ist ja auch nicht so wichtig. Wir wollen halt ein paar andere Sachen machen. Und zwar zeige ich euch hier mal unsere ganzen Ressourcen, die wir jetzt haben. Mega viel. Ich habe alles Mögliche schon in Blöcke verwandelt, weil hier war alles voll, ja. Sogar die Ender Chest hatte noch Zeug drin. Die Kiste habe ich leer gemacht. Da habe ich das Zeug alles hier rein sortiert. Ja. Flints haben wir auch einen Haufen gehabt. Habe jetzt schon ein bisschen Eisen geschmolzen und ein bisschen Gold. Und ja, jetzt werden wir uns mal kurz dran machen, hier ein bisschen aufzufüllen. Das sind ja für oben unsere Solarzellen. Ah, Pistons wollte ich noch ein paar machen, genau. Und dann machen wir das hier mal weg. Dann ist das schon ein bisschen schöner. Oh, das passt ja fast. Okay, Eisenblöcke haben wir. Die Solarpanel 2 brauchen wir und die Redstone Repeater. Das gucke ich. Redstone. Repeater. Chisel Stone, Redstone und Fackeln. Redstone habe ich noch. Haben wir noch ein paar Sticks? 32. Ja, auch noch ein paar. Ah, das sind sogar noch Fackeln. So. Machen wir erstmal noch welche. Was wir auf jeden Fall Mangel haben, ist Holz. Unglaublich. So. Dann teilen wir die gerade mal auf. Na, Chisel haben wir auch keine mehr. Aber wir haben genug Rohstoffe, ja. Das ist ja schon mal etwas. Chisel machen. Achso, ne, der ging gar nicht, gell. Ich hab doch da einen Stein, diesen. Chiseled cracked. Den hier haben wir. So und so. Das reicht sogar schon, aber wir machen jetzt mal die einfach noch dazu. Ach nee. So. Und Redstone. Das ist das Gute, wir haben jetzt im Moment kein Problem mehr mit Ressourcen. Habe auch die Kisten hier ein bisschen aufgeräumt. Musste einfach mal sein. So, 60, 60. Das ist eine gute Zahl. Die Solarpanel, die müssen wir uns noch machen. Die Zweier. Solar. Und dafür brauchen wir eben dieses viele Holz. Deshalb würde ich sagen... Jetzt habe ich gerade gedacht, da ist irgendjemand. Würde ich sagen, wir gehen mal schauen, wo wir Holz finden. Außerdem würde ich gern von euch wissen, was ihr von diesen Lampen haltet. Ja,
ob die hier als Beleuchtung okay sind oder ob sie euch nicht so gefallen. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Sie sehen zwar cool aus, aber vielleicht sind die ein bisschen für meinen Baustil falsch. Habe ich mir so gedacht. So, hier ist ziemlich viel an Holz gewachsen. Das ist optimal. Da hatte ich ja einfach zig Bäume angepflanzt. Wir brauchen, also wir haben ja keine richtige Baumfarm. Deshalb habe ich das hier so gelöst. Das soll ja einfach ein bisschen Holz bei rumkommen. Muss ja nicht schön aussehen. Ja, deshalb habe ich mir da auch nicht so viel Mühe gegeben. Bin einfach rumgelaufen und habe die paar Setzlinge da in die Erde gehauen. Ich habe das nochmal irgendwo gemacht, aber ich weiß gar nicht mehr wo. So. Ah, wo ich das hier gerade sehe, wo ich das sehe. Twilight Forest. Twilight Forest. Wir waren noch nicht im Twilight Forest. Wir haben kein Portal gemacht. Wir haben nichts gemacht, was Twilight Forest angeht. Gibt es denn hier überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich denn es so überhaupt finden kann. Oh, da geht es ja nach unten. Muss ich ja aufpassen. Auf jeden Fall. Fakt ist, da waren wir noch nicht. Da ist sogar noch ein Setzling. Sollten wir mal gucken, ob wir da ein Portal machen können. Twilight ist ja schon immer irgendwo geil. So. Wir sorgen für unsere Umwelt. Wir machen den Planeten grün. Wir verwerten sogar das Zombiefleisch. Zum Glück kommen da immer genug Setzlinge raus. Zumindest bei Oakwood. Und nicht mal Fackeln mehr. Naja, bin schon ein armes Schwein. So, die Setzlinge grabben wir uns noch. Und da ist noch einer. Pflanzen die noch schnell an und dann sollten wir uns nach Hause bewegen. Bevor hier ungebetener Besuch kommt. So, das sind wieder einige Bäumchen. Ich hoffe mal, dass sie schnell wachsen. Einmal geht noch. Einmal können wir noch gucken. Aber eigentlich dürfte nichts mehr sein, weil ich habe ja die schon abgebaut. Hier rennt hier jetzt schon ein Zombie rum. Okay. Hier, komm, schnell pflanzen. Und tschüss. Hier ist der Übergang wenigstens cool. Aber hoher Übergang. Wir haben ja jetzt einiges an Bauressourcen. Nein, da ist ein Zombie. Huia! Huia! Tschu!
Da. Wir haben ja jetzt... Och, ja klar. Wir haben ja jetzt einiges an Bauressourcen. Ach so, das habt ihr gar nicht gesehen hier drin, glaube ich. Oder hatte ich das in der letzten Folge schon drin? Ich habe ja ein bisschen Pflanzen angepflanzt. Ein paar Bäumchen, meine Lily-Seeds hier schöner dekoriert. Und habe mir sogar eine zweite Etage zugelegt. Ja, hier oben kommt ein Balkon raus. Tada. Genau, und eben die Deko-Bench gemacht, sonst hätte ich nämlich gar nicht die Fackeln machen, Quatsch, die Laternen machen können. Deshalb sieht es jetzt im Moment so aus. Ich finde es eigentlich ganz cool mit diesen Bäumchen da zwischendrin. So, ja. Wenn man da reinkommt. Sieht ganz schnuckelig aus. So, was wollte ich jetzt machen? Bäume haben wir gemacht. Zumindest so viel wie ging. Und da stehen Hexen rum. Da bewegen wir uns schnell vorbei. Das werde ich wahrscheinlich... Ah, ich habe eine... Ich weiß wieder, was ich machen wollte. Oder eine Sache. Eine weitere Sache, die ich machen wollte, ja. Diese Türe funktioniert eben nicht mit Pressure Plates. Das ist doof. Aber die hier geht. Und zwar wollen wir... Mega Torch. Mega Torch wollen wir machen. Manchmal heißt die Magma Torch. Magnum Torch, aber hier eben Mega Torch. Wir brauchen zwei Loks, zwei Diamanten, drei Torch und zwei Blöcke Gold. Das kriegt man alles locker hin. Locker flackig. Zwei Diamanten. So, sortieren. Zwei Diamanten auf die linke Seite, zweimal Holz und dann haben wir vergessen, die Goldblöcke zu machen. Ich weiß noch nicht, ob die gechiselt sein müssen, müssen wir mal schauen. Fackeln haben wir auch keine mehr. Nö. Müssen wir uns da mal ein bisschen Kohle holen. Das wäre nämlich geil mit diesem Magnum Torch. Ihr kommt bitte mit. Mega Torch, sorry. Wenn der hier den gleichen Effekt hat, wie ich ihn kenne, verhindert er nämlich Mobspawn in, ich weiß gar nicht, in welcher Distanz um diesen Torch herum. Hier sind es vier. Ist aber nicht so wild. Ich stelle jetzt hier den Torch mal drunter und der ist... Also wenn es klappt, haben wir heute Nacht, also in der nächsten Nacht, kein Mobspawn mehr hier. Ich hoffe mal, dass es funktioniert. Und dann wollten wir noch... Holz haben wir gemacht. Ich meine, die Bäume hier kann ich eigentlich auch abschlagen. Die habe ich nur platziert. So ein bisschen, um zu gucken, wie es aussieht. Aber die stehen natürlich auch zu nah an den Fackeln. An den Lampen. Ja, da werde ich mir... Es ist ein bisschen schwierig, aber ich werde mir, werd mir Bäume selber basteln müssen. Die für mein Aussehen her einfach gut sind. Die mir für den Stil auch gefallen. Und deshalb werde ich da selber aktiv sein müssen. Also ich werde mir die Bäume selber bauen. So, das wollte ich damit sagen. Außer jemand kennt Bäume, die jetzt hier in dieses System reinpassen würden. Ja, sehr lange, hohe Bäume. Ich habe schon überlegt, ob ich Dschungelwood nehme. Aber ich möchte oben auch so einen Palmeneffekt haben. Ja, also die sollen nicht so voll zu sein.
Sondern wir sind hier in der Wüste, da müssen Palmen hin, ja? Deshalb, wenn ihr was wisst, schreibt es in die Kommentare. So, habe ich den richtigen Spot erwischt? Ja. Schreibt es in die Kommentare, ich würde mich freuen. Außerdem brauchen wir hier kommen noch Maulobären hin. Und dann haben wir alle Bären hier, die wir brauchen. So. Ja, das Problem ist nämlich mit diesen, wenn ich die hier dran baue, wenn ich die jetzt hier auch bauen würde, die Birchwood, dann würden die an meinem Haus anliegen. Ja, jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, hast du halt scheiße gebaut, oder falsch geplant. Habt ihr wahrscheinlich sogar recht, aber ist ja auch egal. Ja, ich möchte es halt schon schön haben hier. So, Holz. Ah ja, das ist sogar ausreichend. Ah ja. So, 64. Ich wollte gerade sagen. 64 Pistons. Und dann haben wir hier noch ganz viele von diesen Teilen. Und die werden ja auch so gebaut. So, und dann Redstone. Das wollte ich jetzt nicht. Ja. Nimm hier mal noch ein bisschen Birchwood. So. Dann haben wir schon wieder 28 mehr. Die müssen wir dann, das sind noch mal irgendwo welche, genau. Die legen wir dann wieder hier drum. Und dann haben wir wieder die Solarpanel 3, 2. Und die Solarpanel 2 brauchen wir hier, damit wir oben aufs Dach die besseren kriegen. Aber ich glaube, da hole ich auch einfach mal ein paar. So, ich weiß gar nicht, wie viel ich da nehmen soll. Nehmen wir einfach mal die, wo hier liegen. Ja, die vier noch. 3, 2, 1. Fertig. So, und dann gucken wir mal, wie viel unten rauskommen. Ist halt schon krass. Du brauchst 8 von den Einsern, um da. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach nee, die sind ja. Ach, fu. Die sind ja voll, weißt. So. So, wir haben jetzt 16 von den Einsern aufgewendet, um 5. 5 Zweier zu kriegen und aus den. Und aus 8 Zweiern werden wenigstens. 4 Dreier Solarzellen. Ja, also ihr seht, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis dieses Dach hier oben fertig ist. So. Aber ja. Wir brauchen ja auch eine Aufgabe, ja? Und zu sagen, dass dieses ganze Dach mit den Dreier Solarzellen ausgerüstet sein soll, ist eine kleine Herausforderung. So, das können wir hier mal wieder auffüllen. Gut. So far so gut mit Solarpanels. Was hier fehlt, ist natürlich Holz. Ups. Und das müssen wir uns besorgen. Dann haben wir hier das nächste, also 40 können wir noch machen. Und ja, so sieht es im Moment hier aus. Wie gesagt, ich brauche euren Rat zu den Laternen hier. Ich würde jetzt eigentlich gerne noch kurz die Nacht abwarten, um zu gucken, ob das jetzt eine gute Idee ist oder ob der
Megatorch funktioniert eigentlich. Darum. Darum würde ich gern wissen, was ihr dazu denkt. Nein, Quatsch. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. So. Deshalb würde ich eigentlich gern noch kurz warten. Zwei, vier, zwei, vier, zwei, vier, zwei, vier, zwei, vier. So. Also was cool ist, ist eben, sie sehen optisch eigentlich relativ interessant aus und sie verbreiten Licht. Ja, und das wollte ich haben. Und wenn du hier auf Laternen Liste. So heißen die, glaube ich, genau. Lamppost 2. Es gibt noch die schwarzen, die sind aber größer. Deshalb habe ich die eigentlich gleich wieder rausgenommen. Ja, sieht jetzt nicht so cool aus. Lamp gibt es eigentlich auch nur diese halt. Ja, die könnte ich wieder mit einem Daylight-Sensor schalten. Ja, klar. Mit dem Daylight-Sensor, aber das finde ich im Moment eigentlich nicht so. Kann ja nicht so. Die hier gäbe es noch. Aber da musst du halt ordentlich was aufwenden. Ja, Obsidian. Treadlamp. Wenn die gut ist, schreib mir das mal rein. Dann weiß ich das auch. So. Und siehe da. Siehe da. Wir haben hier keinen Mobspawn. Oder? Doch, da hinten ist irgendwas. Ne, wo? Doch, da. Ja, aber das ist ein ganz schönes Stück weg. Da hinten. Okay, da kommt noch mehr dazu. Aber unmittelbar hier eigentlich haben wir nichts mehr. Dann müssen wir davon noch ein paar machen. Dann haben die wahrscheinlich einfach nicht so eine hohe Reichweite, wie der das früher hatte. Oder man kann die vielleicht auch einstellen, ich weiß nicht. Achso, ne, er ist schon aktiv. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt keinen Mobspawn mehr. Das ist schon mal sehr positiv. Dann machen wir noch ein paar und verteilen die hier in der Gegend. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal bei meinen anderen Folgen vorbei oder bei den anderen Teilnehmern beim Projekt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.